Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habt ihr ein bisschen Dreck auf der Linse. Muss ich mal eben gucken. Kann ich das irgendwie wegmachen? Kommt denn da Dreck auf die Linse? Das gibt's doch gar nicht so. Okay, auf jeden Fall, es geht heute um das Steuergerät, Airbag-Problem, Touran 1T3. Hier habe ich das alte Steuergerät, das habe ich ausgebaut, habe ich neu bestellt. Keine ganz günstige Geschichte. Ich zeige euch nur kurz, wie ihr dieses, ich sag mal, das ist ja der Lenkwinkelsensor, wenn ihr so wollt. Lenkwinkelsensor, da ist die Spirale drin für den Airbag-Kontakt und solche Geschichten. Da läuft der Wischermotor drüber, da läuft alles Mögliche läuft da drüber. Wenn ihr wollt, ist es das Lenksäulensteuergerät, wenn ihr wollt. So, auf jeden Fall zeige ich euch, wie ihr das hier speziell wechseln könnt. Aber ich darf euch leider nicht zeigen, wie der Airbag abgeht. Zumindest nicht genau. Gut, auf jeden Fall habe ich ein neues bestellt. Habe ich hier und das will ich jetzt einbauen und ich würde sagen, wir gehen mal raus zum Auto und schauen uns das Ganze mal an. Wie aufwendig das ist oder nicht ist, das zeige ich euch. Also bis gleich, Leute. So, Freunde, so sieht das im Endeffekt aus. Hier müssen die ganzen Kabel ab, die da eben halt mit dem Steuergerät verbunden sind. Gelb ist Airbag, immer ein bisschen vorsichtig damit sein. Und natürlich die Batterie abklemmen. Das ist immer ganz wichtig. Airbag, Beifahrerbereich, schön da unten hinlegen. Auf den Kopf natürlich, dass da nichts passieren kann. Idealerweise natürlich aufs Dach. Aber da ich hier nicht in der Halle bin, sondern draußen. So, wenn ihr jetzt das Lenkrad so anseht, da ist eine Nase und hier ist eine Nase. Und wenn man das Lenkrad dann umdreht, dann seht ihr da ein Loch drin und hier ein Loch drin. So, und da sitzen natürlich die Haken von dem Airbag, also gar nicht so tief. Man braucht da gar nicht so tief rein. Das ist alles außen mit dem Schraubendreher lösbar. Ihr müsst natürlich dieses Lenkrad in dieser Position halten, 180 Grad. Und da mit dem Schraubendreher klack und hier unten mit dem Schraubendreher klack. Und dann habt ihr den Airbag raus. Das betrifft natürlich alle. Mit dieser kleinen Knalltasche, nicht mit der großen Knalltasche. Also alle, die neuere Version sind. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Sache mit dem Steuergerät. Das Steuergerät ist ja hier oben drauf befestigt. Und das werden wir jetzt erstmal wieder da oben drauf schrauben und schauen, was da Sache ist. Ob das funktioniert oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Das sehen wir ja, wenn wir das wieder montiert haben.
Und jetzt erstmal überprüfen, ob der Fehler weg ist, weil das ist ganz wichtig. Und dann können wir den wieder festklipsen. So Leute, dann wollen wir mal eben gucken, was das jetzt so gebracht hat. Wenn das alles gut ist, dann kriegen wir es hin. So, dann jetzt hier. So. Jetzt passiert eigentlich nichts. Man kann sich hier hinsetzen, das ist alles nicht so schlimm. So, er hat jetzt gelaufen, 145.000. Wir wählen jetzt mal das System aus. Und nehmen jetzt mal den Airbag. Wollen wir mal die DC-Zünder, Airbag, Fahrerseite. Können wir auch erstmal den Bericht machen. So, das speichere ich natürlich immer mit Kennzeichen und Name und so, dass auch alles nachverfolgt werden kann. Wir gehen jetzt hin und löschen den Fehlerspeicher und gucken mal, ob das hingekommen ist. So, ihr seht, der Fehler ist weg. Ja, steht jetzt ohne Fehler. Also das hat schon mal funktioniert. Jetzt wollen wir mal gucken. Weil Lenkwinkelsensor kann sein, dass wir den anlernen müssen. Wir schauen mal. Ja, ist klar, der muss angelernt werden, ne? Hupe geht auch wieder. Das ist super. So. Wenn er von alleine sich nicht anlernt, müssen wir fahren. Oder wir gucken mal in die Lenksäulenelektronik und schauen da mal rein. Weil ESP leuchtet auch noch. Ist klar, Batterie abgeklemmt und so. Mal gucken. Datenbus, Blinklichtschalter, ohne bla 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 bla. Oh ja. Da steht natürlich einiges drin. Geber, Lenkwinkelsensor, keine Grundeinstellung und. So, das machen wir erstmal wieder als Bericht. Bestätigen das, speichern das, aber ihr seht, Hupe funktioniert wieder. Das hat also auch wieder was gebracht und dass die Leuchten natürlich zum TÜV wieder ausfallen müssen, ist ja klar. Ne? Das sollte einleuchtend sein. Wir werden mal gucken, was wir löschen können. So. Und dann gucken wir mal, ja, so. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, das bleibt jetzt noch drinne. Fahren wir erstmal und dann schauen wir weiter. Ich würde aber sagen, ich fahre jetzt erstmal eine Runde und dann muss er eben halt auch sich normalerweise anlernen. Wenn nicht, dann müssen wir das dann doch per VCDS machen. So, den ziehen wir hier erstmal raus. Räumen das Werkzeug hier raus und dann kutschieren wir die Kiste hier erstmal ein bisschen durch die Gegend und dann gucken wir mal, ob das Fehlerchen weggeht. Ja, Freunde, so, kleines Ding, große Ursache. So, da wir das ja nicht, ich sag mal, ich habe da vorher nicht die Daten kopiert von dem hier. Ich habe es auch keine Lust, das Ding nochmal einzubauen. Bin ich nach VW gefahren, habe den ganzen Rotz einmal Software-Update komplett für das ganze Auto und dann kostet, schlag mich nicht tot, irgendwas 60 € oder sowas. Und dann ist das Ding durch. Und dann habt ihr das alles vernünftig. Da kann man dann so mit VW fahren, macht man sich einen Termin. Bei dem einen VW-Händler hätte ich jetzt, keine Ahnung, 5 Wochen warten müssen, 3 Wochen oder sowas, 3, 5 Wochen warten müssen. Ich habe dem Vogel gezeigt, könnt ihr vergessen. Ja, wie gesagt, das Bauteil zu wechseln ist also auch nicht unbedingt im, das kannst du selber kungeln, sondern das ist mehr so, ja, lass mal Profi dran, würde ich sagen, weil Airbag muss runter und so, kann ich euch ja nicht zeigen, wie es genau geht, aus Sicherheitsgründen und wie gesagt, wenn ihr da solche Fehler habt, ne, und dann Wickelfeder gebrochen ist, müsst ihr leider beim 1C3 das komplette Steuergerät haben.
Ja, Leute, so ist das. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht's gut, euer Frankie und Tobi. Haut rein, ciao.